Andreas Schmid, ich bin 74-jährig, bin pensionierter Hausarzt, bin in Bern aufgewachsen und Grossvater von 8 Grosskindern, von 3 eigenen Kindern her. Dass ich nicht mehr so gut höre, habe ich anhand von 2 Ereignissen gemerkt. Das eine war in der Familie und das zweite war im Beruf, wo ich als Dozent unterrichtet habe. Habe ich Hellraumprojekte gebraucht und da hat ein Ventilator drin, der so ein tiefes brummendes Geräusch macht. Und das hat mich gestört, dass ich nachher die Studenten nicht mehr richtig verstanden habe. Also den neuen Hörgerät schätze ich vor allem, dass ich ein Musikprogramm habe, wo ich die höheren Töne vorholen kann, wo ich sonst nicht mehr höre. Und eine Bluetooth-Verbindung, wo ich damit telefonieren kann oder auch Fernsehen hören kann, direkt in den Ohren. Als Hobby spiele ich gerne in einem Orchester mitspielen. Ich spiele Bratsche. Das ist ein auch sehr hilfreiches Hörgerät, indem ich mein Instrument besser wahrnehme, bloß dass ich den Dirigent besser verstehe. Was ich an meinen Hörgeräten sehr schätze, ist, dass sie auch sehr hilfreich sind in lärmiger Umgebung. Wir konnten kürzlich eine goldige Hochzeit feiern, die Frau und ich. Und dann sind wir in ein Restaurant mit der Familie essen, viele Leute. Da konnte ich eine Lärmdämmung einstellen. Das war nachher sehr angenehm, viel besser verständlich. Wenn ich von jemandem höre, dass er sich fragt, ob er einen Hörverlust habe, rate ich dem immer, ganz abklären. Denn wenn du einen Hörverlust hast, der korrigierbar ist, so wirst du staunen, wie viel besser du nachher mit Hörgerät hörst.